Boys and Girls, wir müssen reden. Einen wunderschönen guten Tag zur wahrscheinlich letzten RTG-Folge. Denn es ist das aufgetretene, was ich befürchtet habe. Nach dem Coinswipe, den wir hatten, habe ich gedacht, hey, wir können jetzt weitermachen, müssen halt bloß aufpassen. Ja, was soll ich sagen? Es ist leider Gottes wirklich direkt passiert. 24 Stunden danach habe ich eine weitere E-Mail bekommen. Wir haben Transfermarktbann. Und darüber müssen wir jetzt reden, weil ich habe noch keine Ahnung, wie wir weitermachen. Lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da, sehr gerne ein kostenloses Abonnement. Mir ist es unfassbar wichtig, dass ihr das Video anguckt und vor allem ganz, ganz wichtig, eure Meinungen dazu mal in die Kommentare zu schreiben, weil ich bin aktuell relativ überfragt. Nichtsdestotrotz, gehen wir erstmal rein in die ganze Sache. Ich zeig's euch ja, wir sind auf der RTG. Ihr seht's, 84.000 Münzen hatten wir ja durch die Info-Verkäufe. Team aktuell sieht super, super stark aus, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Wir haben unsere 7 Rivals-Siege sogar noch geholt gehabt. Dazu Food Champions habe ich nicht weitergespielt. Wir standen 2-2 und es hat mich ganz gut, ich war sehr, sehr gebrochen. Problematisch wird's, es wäre halt, ja, wir ziehen jetzt Lorente, Chat. Es ist natürlich perfekt, dass wir jetzt eine Karte ziehen, die wir in die Evolutions packen könnten. Aber das ist schon mal cool, weil, ich sage euch so, wie es ist, E-Mail war Transfermarktbann. Das bedeutet eigentlich relativ simpel für euch. Wir können keine Karten mehr kaufen, wir können keine Karten mehr verkaufen, wir können nur noch das nutzen, was wir aus Packs und Rewards ziehen. Das heißt sozusagen, an den Coins wird sich großartig nicht viel ändern. Wir haben nur die Möglichkeit, sozusagen mit den Packs, die wir haben, durch Squad Battles, Rivals, durch die Food Champions Weekend League und, können wir halt die Karten, die wir jetzt haben, ohne Probleme in verschiedene Upgrade Packs packen. Jetzt ist aber die Frage, wie machen wir weiter mit der ganzen Sache? Denn, und da brauchen wir nicht drüber reden, das könnte entweder der Bruch werden, das bedeutet für uns alle, also wir können die hier alle runterschieben, weil wir können die eh nicht verkaufen. Das kann halt ein Bruch werden, weil all in all haben wir die Transferliste noch, die können wir natürlich benutzen, ne? Wir können aber nichts mehr draufstellen. Ne? Das ist absolut nicht möglich. Heißt, wir haben alles, was wir ziehen, können wir in Upgrade Packs packen. Aber allerdings, wenn wir zum Beispiel Rivals Rewards oder allgemein Tradable Rewards ziehen und da eine Millionenkarte draus ziehen und die aber nicht bei uns ins Team passt und wir die nicht spielen werden, heißt es, sofort in eine SBC reinfügen. Und ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen, macht es überhaupt Sinn, eine Pack Road to Glory, weil das wäre es ja dann im Endeffekt, denn wir können ja nur noch das, was wir gezogen haben, eben nutzen, ohne Transfermarkt, ohne nix. Sollten wir eine Pack Road to Glory starten hier, beziehungsweise weitermachen erstmal auf dem Account, bis wir eine endgültige Nachricht haben von EA, dass sie sagen, hey Chris, wir schalten deinen Transfermarkt nicht mehr frei, weil das kann ich mir sehr gut vorstellen, das ist vielen passiert. Und oder machen wir einen komplett neuen Account. Ja, das sind eigentlich die zwei Sachen, die wir halt haben. Klar, wir brauchen nicht drüber reden, das Team, was wir haben, ist sensationell geil, hat einen relativ hohen Wert, gar keine Frage. Wir haben natürlich hier die Karten tradable, können aber nicht mehr verkauft werden, also das Team steht soweit. Die Frage ist halt, wie schnell geht es, dass wir das Team auch upgraden können. Wir können das natürlich über Evolutions machen, gerade Lorente, gerade gezogene, könnten wir reinpacken, aber dafür bräuchten wir halt wieder 150.000 Münzen. Die kriegen wir nur durch bestimmte Rewards, wie zum Beispiel die Weekend League, wie Squad Battle Rewards oder. Denn Coins können wir nicht mehr durch Trading generieren. Und ihr wisst ja genau, ich bin, was das angeht, ein absoluter Trading oder habe eine absolute Trading-Affinität. Für diejenigen, die sich fragen, Chris, was ist denn nochmal genau passiert, guckt euch auf jeden Fall die letzte Folge an. Es ist eigentlich relativ simpel gewesen. Es war eine Daddy-SBC, die gekommen ist. Und die Daddy-SBC, für die habe ich spekuliert, habe eingekauft und habe um 19 Uhr Evolutions gekauft, die halt da rausgekommen sind, habe die teuer verkauft. Und dann hat das System gesagt, Chris, das war vielleicht zu viel. Wir denken, dass du Münzen gekauft hast oder Münzen verkauft hast. Eins von beiden. Und ich habe natürlich mich jetzt mit EA zusammen in Kontakt gesetzt und ich glaube, vielen von euch geht es so. Ich habe sehr viele Instagram-Nachrichten auch bekommen, die geschrieben haben, Chris, mir ist das Gleiche passiert. Ich wurde auch gehackt. Gehackt nicht. Ich habe einen Coinswipe bekommen, dann Transfermarktbann bekommen. Was soll ich machen? Wo kann ich mich melden? Ne? Ich habe jetzt nicht über einen Ansprechpartner das Ganze gemacht. Ich habe mich genauso wie ihr einfach beim EA-Support gemeldet und hoffe jetzt einfach auf eine Rückantwort. Die Sache ist die, ich glaube, wenn ich nicht gar alles täusche, ist es halt mittlerweile so, dass du dreimal da reinmachen kannst in den Fall. Oder du kannst dreimal den Fall, wie gesagt, weiterlaufen lassen, dreimal nachfragen. Danach geht es von den Leuten, die nicht so viel Ahnung haben, zu einer Person, die halt sich wirklich beruflich damit auseinandersetzt. Und der muss dann halt persönlich entscheiden, funktioniert das nicht. All in all, sind wir ehrlich, das System, ich kann es nachvollziehen, aber gerade das System ist halt, wenn es darum geht, absoluter Quatsch. Warum? Die Jungs und Mädels bringen Evolution-Karten raus. Die Jungs und Mädels bringen Daily-Karten raus. Und die Evolutions sind eins der geilsten Sachen, die es dieses Jahr gibt.
Und dadurch ist es klar, dass Karten wie ein Mavididi, wie ein Bamba oder Kera jetzt in der Innenverteidigung, dass die komplett extinkt gehen. Und sie bringen halt ein neues Feature raus. Und klar, man kann natürlich Glück haben, was Investments angeht, dass die vielleicht gerade mal reinpassen. Das ist halt immer mal wieder Glück. Und stellt euch einfach vor, du hast halt einfach deinen Verein, hast deine Bamba-Karte hier ausgewählt und siehst, ah, Patri, Ojeda oder 3, 4 andere Karten, die du Trainer im Verein hast, sind extinct bei 10k. Stellst sie für 9.800 Münzen drauf, verkaufst sie, weil das halt der Marktpreis ist aktuell und du wirst halt dadurch durch EA gebannt. Denn das System muss ja meiner Meinung nach nachvollziehen können, wo der Stand der Dinge dieser Karten waren, wo man die Karten gekauft hat und wo man sie verkauft hat. Das ist rein spekulativ, dass die Karten steigen können. Kann natürlich passieren. Ist bei Moroni zum Beispiel passiert. Ich habe es euch ja schon im letzten Video gezeigt. Moroni eingekauft für 700 Münzen, ist gestiegen auf 2500, 2200 Münzen. Ich habe 300, 400 Karten davon verkauft. War ein Big Pull. Aber allerdings fragen sich natürlich welche, ja, warum denn unbedingt Moroni? Ich habe natürlich auch in Unnerstall investiert. 300, 400 Karten. Eingekauft für 6,50 €. Abgestoßen für 6,50 €. Ja, das ist halt so, was das angeht, gerade was Low-Budget angeht, ist eine absolute Spekulation. Vieles kann man halt aus den letzten Jahren rausfiltern, vieles mittlerweile auch aus diesem Jahr schon, dass gerade LF, RF-Karten, LV, RV-Karten extrem gut funktionieren, gerade aus Frankreich, Spanien und so weiter. Und die kauft man halt einfach bei einem Tiefpunkt ein und hofft einfach, dass sie dann durch eine Daily-SPC, vielleicht dann auch durch eine Evolutions oder steigen könnten. Und das ist mir halt widerfahren. Ich habe keine Coins auf diesem Account gekauft. Ich habe gar nichts gemacht. Und ich wollte euch einfach zeigen, dass mit Low Budget extrem viel möglich ist. Ich wollte euch zeigen, ich wollte in 86er gehen für 6.000 Münzen, 85er Münzen, mit 85ern für 6.000 Münzen reingehen. Ich wollte Saber verkaufen, habe den dann Zwergmarktbein bekommen. Jetzt liegen zum Beispiel die 85er schon nicht mehr bei 6.000 Münzen, sondern bei 7.800 Münzen. Heißt, hätte ich 1 Million da reingesteckt für knapp 6k, wären ungefähr 200 Karten gewesen, hochgerechnet, wenn wir Saber und die restlichen Coins noch hätten, hätten wir wieder pro Karte 1,8 gemacht an Coins ohne Tags. Mit 200 Karten wären es wieder 360k mehr gewesen. Ja, und das ist halt so eine kleine Sache. Futterinvestments gehen anscheinend relativ gut. Das fällt nicht so auf, wahrscheinlich durch System oder das ging immer wieder durch, auch in den letzten Jahren, aber gerade Low Budget, durch die prozentualen Extremanstiege, kriegst du halt relativ schnell den Bann oder Transfermarktbann eingedrückt. Die Sache ist jetzt die, und da müssen wir halt drüber reden. Was soll ich jetzt machen? Wie würdet ihr weiter verfahren? Soll ich bis vielleicht in irgendeiner Art und Weise die E-Mail da ist, dass ich genau weiß, was los ist, hier eine Pack-to-Glory starten, um einfach zu sehen, wie sieht das Experiment aus? Funktioniert das überhaupt ohne Transfermarkt? Oder sollen wir sagen, hey Chris, es war zwar schön, diesen Account zu haben, der gerade im Pack-Ray oder allgemein einen Wert von knapp 4 Millionen hat auf diesem Account, alles, was Untrade auch mit ist, dazu gezählt und wir machen einen komplett neuen Account und starten halt eine neue RTG rein. Weil das ist das Einzige, was geht. Low Budget müssen wir dann halt aufpassen, dass wir dahingehend halt nicht so viele Karten kaufen, also 100 Karten maximal. Und da muss man halt gucken. Ich bin absolut überfragt. Es tut mir halt extrem weh, weil ich mir die Serie, auch wenn vielleicht jetzt das keine 50.000, 60.000 Aufrufe hat oder 30.000 Aufrufe hat, mir hat die Serie unfassbar viel Spaß gemacht, weil das war so ein Oldschool-Ding von mir. Ich bin früher mit RTG reingestartet, habe früher RTG-Videos gebracht, habe dieses Jahr wirklich die Lust und Laune gehabt, richtig durchzuziehen. Mein geheimes Ziel war immer noch, irgendwie zum Team of the Year direkt als erstes den Mbappé Totti auf der RTG zu kaufen, direkt an Tag 1, scheißegal, was wir verlieren. Einfach um zu sagen, ich habe in der RTG einfach das innerhalb von ein paar Monaten aufgeholt, was manche in Geld reingesteckt haben. Ja, mein Ziel war es zum Beispiel auch, mehr Coins zu haben, als auf dem Account, wo ich Geld eingezahlt habe, was ich auf Twitch nutze. Ja, die ganzen Ziele habe ich gehabt. Und das Ziel habe ich immer noch. Und die Frage ist halt, auf dem Account ist es definitiv nicht mehr möglich. Sollen wir jetzt im November was Neues starten? Wie sollen wir es machen, Jungs? Deswegen, ich würde mich riesig freuen, dass ihr vielleicht da eure Meinung im Preis gebt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich bin gerade ein bisschen, ich bin wirklich traurig darüber, weil ich fand, das RTG-Projekt war eigentlich eine echt coole Sache. Klar, dass mal manchmal was schiefgegangen ist mit dem Gameplay und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es tut halt einfach weh, dass ich gebannt wurde. Also gerade Transfermarktbann, gerade weil man es halt einfach nachvollziehen kann, dass ich die Karten halt zu dem Preis verkauft habe, wie sie gerade aktuell auf dem Markt wert waren. Ich bin gespannt, was ihr jetzt sagt. Wenn es natürlich klappt und der Transfermarkt wieder freigeschaltet wird, wäre es absolut big. Die Frage ist, wird es das überhaupt? Ja, das ist halt die große Frage. Damit können wir auf jeden Fall mit Verlusten bei Saber und Dorklich rechnen. Die sind, glaube ich, auch wieder runtergegangen. Aber schreibt gerne mal eure Meinungen rein. Ja, Saber ungefähr schon 150k Verlust. Schreibt es mir gerne rein, was ihr dazu sagt. Ich würde mich riesig freuen.
Und vielleicht hat jemand anderes eine Idee. Vielleicht gibt es ja einen von euch da draußen, der einen Account hat mit genau diesen Karten hier gerade untrade oder tradable. Dass wir halt insgesamt was haben, wo ich mir denke, ja, das sind 3 Millionen Coins auf dem Account. Da könnte man genau mit den gleichen Karten weitermachen. Aber ich glaube, das ist wieder auch verboten und so weiter. Das ist halt alles nicht so einfach. Ich hoffe, ihr unterstützt mich, was das angeht. Lasst gerne eure Meinungen mal da. Und vielleicht hat ja jemand eine überragende Idee, auf die ich selber noch nicht gekommen bin. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Feiertag, bei manchen zumindest. Und ein schönes Halloween. Und das ist wirklich schaurig, Jungs. Das ist ein Video, was wirklich zu Halloween passt. Sehr, sehr schaurig. Jungs, ich wünsche euch was. Macht's gut da rein. Ciao, ciao. Kuss, kuss.